fahren mit dem Zug. Ja. Nächste Station, Kreuzberg. Abstieg in Fahrtrichtung rechts. Und hier machen wir heute den Abschluss von unserem A-Streik. Heute auf zur letzten Etappe, ne Schatz? Ja. Es ist noch rund 10 Kilometer bis Sinzig. Und dann ist der A-Streik vor uns hier halt. Sind wir noch gespannt, was die letzten Kilometer bringen. Auf geht's. Hier kommen wir jetzt zu einer weiteren Attraktion hier auf dem A-Streik, auf die Gulliverbank. Da sind wir jetzt mal gespannt, ne Schatz? Die ist echt riesig, ne? Leute, das ist eine Bank! Guck mal! Ja, ja klar, jetzt. Ich versuche gleich hier eine Aufnahme zu machen. Hier zu weit nach hinten. Toll. Ne, komm mal weiter nach vorn. Jetzt. Ja. So Leute, da war die Gulliverbank. War lustig, ne? Ja. So, jetzt sind wir in Ebingen. Nee, das sind alles Weindorf und Schatz. Jetzt müssen wir gleich hier rechts rum, ne? Das hab ich jetzt so, da ist mein Herr. Schön hier. Backhaus, ne? Ja. So, ein Backesfest. Sehr schön. Hallo. Frisches Brot heute. Heute leider nicht.
kurz vor Sinzig, das ist kurz vor 4-5 Kilometer an der Hamm. Laufen jetzt hier im schönen Waldweg durch den Mischwald. Vorne nämlich mit Buchen und Kiefern. Sehr schön hier. Hm? Das ist auch schon der Stadtwald, ne? Ja. So, weil der Weg heute so ein bisschen eintönig jetzt wird, wir können sie heute zur Lesung mitnehmen. Eine schöne Idee hier. Hm? Hier folgt der letzte Anstieg auf dem Arsteig, der an Anstiegen wahrlich nicht ohne war. Von denen gab es viele. Das ist jetzt wirklich der letzte. So, dann ist hier der Feldenturm. Der steht kurz vor Sinzig. Da hat Dani schöne Aufnahmen gemacht. Die hängen wir dann rein. Tja, ja. Wir sind in Sinzig. Ja, aber noch nicht an der Stelle, wo wir ankommen. Nein. Müssen. Hey, den haben wir gemacht. Ja, wir sind jetzt gleich da. So, da sind wir. Schloss in Sinzig. Haben wir es geschafft. Jawohl. Dani. Der Manni. Der Diego. Und ich war auch dabei. Michel. Wir haben es echt geschafft. Am Arsteig komplett gelaufen. Da sind wir ein bisschen stolz drauf, ne? Ja. Gut, die Mann, ne? Ja, Schatz. Ich brauche keine Zwirbel. Ich habe gerade lesen, dass unsere Söhne stolz auf uns sind. Hier ist also unser Weg zu Ende. Ja? So. Ja. Hier ist unser Weg zu Ende. Immer magst du mit mir. Ja. Bist du auch immer ein Flitsch. Wir haben es geschafft. Wir sind am Flug. Das ist richtig. Wenn man den ganzen Arsteig laufen, dann ja. immer heiß, immer Sonne. Und trocken. Trocken, Sonne, tolles Wetter. Jetzt haben wir beendet und was ist? Hey. Der Himmel weit. Der Himmel weit. Was haben sie denn eigentlich so richtig heute nicht? Jetzt haben wir gerade mal einen kurzen knackigen Aufstieg hoch zur Burgruine Burg Aare über Alten hinter uns. Wir machen heute so einen kleinen Zwischentag, bevor wir morgen über den Aorfweg von Kreuzberg nach Bad Munzer-Alfenhausen laufen. Ne? Jawohl. Sehr schön hier.
So, jetzt sind wir hier oben. Auf der Borsch. Sehr schön hier. Hm? So, hier sind wir auf der Borsch Aare. Hier, komm her. Die ist übrigens, das weiß ich durch meine Frau, schon seit dem 17. Jahrhundert eine Ruine. Ne? Ja. Weil die nämlich dann gesprengt worden ist. Von den Dorfbewohnern mit. Von den Dorfbewohnern. Meine Frau ist hier absolut bestens unterwegs. Muss ein bisschen lauter sprechen, weil hier oben ist nämlich richtig guter Wind. Ich wollte so ein bisschen mein Fazit machen zum Aasteich. Für uns war es der erste Fahrwanderweg, den ich immer gemacht haben. Und wie das so ist, wir hatten viel zu viel Gepäck dabei. Also ich habe mit dem Rucksack angefangen, der hatte 18 Kilo. Meine Frau hatte 13,5. Was haben wir gemacht nach der ersten Etappe, wo wir richtig groggy waren? Haben wir richtig aussortiert. Unser Sohn ist dann das übrige Gepäck, das hatte locker 18 Kilo, hat er wieder abgeholt. Und was soll ich sagen? Eine Hose, zwei, drei T-Shirts, zwei Paar Socken, das ist völlig ausreichend. Natürlich ein paar Hygieneartikel, ist auch klar. So, weil wir mit den Hunden unterwegs waren, also wir haben zwei, der Diego und der Manni, hatten wir vorher Pensionen vorgebucht. Der erste war der Rote Milan in Arenberg, ganz toll, hat uns sehr gut gefallen. Dann haben wir bei Keuler in Insel übernachtet und sind dann schließlich bis nach Kreuzberg gelaufen, wo wir dann im Gasthof Faltin eine absolut top Unterkunft für Hunde und uns gefunden haben. Und von dort aus sind wir dann immer wieder gestartet, weil mit der Atarbahn kann man immer an die Einstiegs- und an die Ausstiegspunkte kann man immer schön fahren. Zum Aasteig selbst haben wir eigentlich in den Videos hier noch gesagt, der hat seine ganz großen Stärken ab Kreuzberg. Das ist traumhaft. Ich glaube, da können die drei auch bestätigen. Aber wirklich tolle Landschaft hier. Ich mache mal einen Schwenk. Also hier sind übrigens, hier vorne, das ist unser Diego. Der hat sich ganz tapfer gehalten. 6 Jahre. Und der Manni, der ist schon 9. Die haben das ganz toll hingemeistert. So, und das seht ihr ja hier. Hier fängt also so richtig toll über diese tolle Landschaft läuft man. Wir haben uns auch die Etappen etwas anders geschnitten, weil die 5. Etappe, das ist wirklich das Highlight, die geht also offiziell von Kreuzberg bis nach Wappertsheim. Und da sind wir in Dana ausgestiegen. Erstens braucht man Hundefutter, zweitens war es heiß und drittens, wenn man schon so eine Top-Etappe hat, da will man das auch genießen. Und das haben wir auch getan und sind dann nur bis Dana gelaufen. Sind dann am anderen Tag da noch wieder eingestiegen und hatten dann die 2. Top-Etappe, nämlich von da noch über den Krausberg, über den Bad Neuenahrerberg bis nach Heimersheim. Und dann haben wir gestern locker austraben lassen. Wir wollten auch bis zur Flussmündung, aber erstens zog richtig fieses Wetter auf, zweitens waren wir relativ spät da, erst um 5:30 und drittens bis zur Mündung. Läuft man von Sinzig aus nochmal 3,5 Kilometer hin und dann mussten wir ja wieder zum Zug. Also wieder 3,5 Kilometer zurück, wären 7 Kilometer gewesen und das wäre uns und den Hunden wirklich zu spät. Also insgesamt hat uns der Fahrwanderweg riesen Spaß gemacht. Vor allen Dingen ab der 3. Etappe waren wir richtig gut drauf. Hier gönne ich euch nochmal einen tollen Blick in dieses wunderschöne Ahrtal. Wenn ich weiß, was er machen soll, dann lohnt sich. Wir hoffen, das Video und allem drum und dran macht euch ein bisschen Spaß.
Und wir waren bestimmt nicht zum letzten Mal auf dem Fahrrad unterwegs. Also, bis dann. Macht es gut.